Gott und herzlich willkommen zur zweiten Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Auch diesmal setzen wir mit diesem Online-Video genau dort an, wo wir in der Präsenzveranstaltung aufgehört haben. Es geht also um das Lernen, Wissen und Verstehen im Mathematikunterricht und auch ein wenig darüber hinaus. In der Präsenzveranstaltung hatte ich schon durchscheinen lassen, dass ich Ihnen neben dem Behaviorismus noch einen Einblick in zwei weitere Lerntheorien ermöglichen möchte. Das wird der erste Teil des Videos sein. In diesem Teil werden wir auch sehen, dass anders als im Behaviorismus, in diesen Lerntheorien auch Modelle davon eine Rolle spielen, wie Wissen in unseren Köpfen abgelegt ist und was das mit Verstehen zu tun hat. Darum geht es dann im zweiten Teil. Zunächst also zu den noch fehlenden zwei Lerntheorien. Die erste ist der Kognitivismus, man kann auch von kognitiven Lerntheorien oder von Kognitionstheorie sprechen. Das meint im Wesentlichen alles drei dasselbe. Auch hier gebe ich wieder einige Namen auf die Folie, wobei diesmal die Trennung zur dritten Gruppe von Lerntheorien, Spoiler Alert, das werden die konstruktivistischen Theorien sein, nicht ganz so strikt ist. Sie werden also manchmal diese Namen auch beim Konstruktivismus finden und umgekehrt. Konstruktivismus ist eher eine Erkenntnistheorie, fragt also danach, wie kommt die Welt in den Kopf? Kognitivismus ist eher eine Lerntheorie, fragt also eher, wie ist die Welt im Kopf der Menschen in Vorstellungen organisiert und wie vollziehen sich Veränderungen dieser Vorstellung? Als Bild gebe ich hier im Sinne Brügelmanns den Bildhauer dazu. Wir werden nämlich sehen, dass in diesen Theorien, anders als im Behaviorismus, nicht von einer beliebigen Formbarkeit des lernenden Materials ausgegangen wird, sondern auf Eigenheiten dieses Materials Rücksicht zu nehmen ist. Wobei Sie das mit dem Material bitte nicht zu wörtlich nehmen. Ausgangspunkt für die kognitiven Lerntheorien ist die sogenannte kognitive Wende, beziehungsweise wenn Sie Hipper sein wollen, sagen Sie natürlich Cognitive Turn. Der Cognitive Turn ist durch die um sich greifende Erkenntnis motiviert, dass ein und dasselbe beobachtbare äußere Verhalten sehr wohl auf unterschiedlichen inneren Prozessen, insbesondere auch auf unterschiedlichen Qualitäten von Lernprozessen beruhen kann. Wir hatten in der Präsenzsitzung bereits thematisiert, dass Lernende, die bei der berühmten Kapitänsaufgabe, also hier scharfe Ziegen und so weiter, also die bei dieser Kapitänsaufgabe etwas rechnen oder zählen, durchaus nicht alle über einen Kamm geschoren und als dumm oder unreflektiert abgestempelt werden dürfen. Wenn nun aber aus dem beobachtbaren Verhalten alleine sich Lernen nicht hinreichend erklären lässt, dann muss man akzeptieren, sich auch über Absichten und Vorstellungen von Lernenden ein Bild zu machen, um das konkrete Verhalten dann besser zu verstehen. Und das machen Kognitivisten im Unterschied zu Behavioristen. Kognitivisten fassen dazu das Lernen als einen Prozess der Informationsverarbeitung auf, in dem äußere Gegebenheiten mit inneren, sogenannten kognitiven Strukturen im Lernenden herinnen in Wechselwirkung treten dabei sind anders als im Behaviorismus auch innere Prozesse wie Wahrnehmung, Interpretation und Verarbeitung von Informationen Teil der theoretischen Modellierung. Dreh und Angelpunkt ist dabei die Annahme, dass Menschen eine Art Gleichgewicht mit der Umwelt anstreben. Man nennt das feiner auch Homöostase. Das ist jetzt etwas erklärungsbedürftig. Also jetzt ganz gut zuhören, weil es steht nicht auf der Folie oben. Wir stellen uns mal alle möglichen Verhaltensweisen eines Menschen in Summe vor. Eine Ableitung berechnen können, sich die Schuhe binden können, einen anderen Menschen zu etwas überreden, einem anderen Menschen gegenüber seine Zuneigung äußern können. Was auch immer Sie sich an Verhalten vorstellen können. In Summe nennen wir all das seinen Handlungsspielraum oder ihren Handlungsspielraum. Kognitionstheorien sagen jetzt, diese Verhaltenselemente, aus denen der Handlungsspielraum besteht, liegen in kognitiven Strukturen oder in Schemata organisiert vor und wirken als Wahrnehmungsfilter, mit denen eine Person neue Eindrücke und Situationen erkennt, einordnet und interpretiert. Jetzt sind dann zwei Fälle möglich die neue Situation lässt sich in ein bestehendes Schema einordnen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Die Person ist wieder mit der Umwelt im Gleichgewicht. Mann bzw. genauer Piaget nennt diesen Prozess der Eingliederung in bestehende Strukturen auch Assimilation. Es könnte aber auch passieren, dass sich die neue Situation nicht in ein bestehendes Schema einordnen lässt. Dann müssen neue Strukturen oder Schemata ausgebildet werden. Diesen Prozess nennt Piaget Akkommodation. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Greifreflex des Kindes. Kinder kommen schon mit einem Greifreflex zur Welt. Dieser wird zunächst an einem bestimmten Objekt, zum Beispiel dem Finger der Mutter, immer wieder geübt und dann allmählich auf alle möglichen und unmöglichen anderen Gegenstände probeweise angewandt. Begegnet das Kind dann erstmals Wasser, Führt Greifen nicht mehr zum Erfolg und in der Regel erweitert das Kind dann sein Verhalten um Schöpfbewegungen mit der Handfläche und das wäre ein Beispiel für Akkommodation. Fragt man nach Möglichkeiten der Verstärkung oder des Wahrscheinlichermachens von Lernen, so ist beim Kognitivismus dann einerseits an eine bewusste Anknüpfung an das Vorwissen der Lernenden zu denken. Andererseits wird sich eine geeignete Präsentation der Lerninhalte vor allem dadurch ergeben, dass man unterschiedliche Formen der Informationsaufnahme ermöglicht. Da geht es um die Frage der Repräsentation oder Darstellung. Da kommt nachher noch genauer etwas dazu. Und wenn man den Aufbau neuer kognitiver Strukturen anregen will, wird man die Lernenden herausfordern müssen. Das heißt, sie mit Situationen oder Problemen konfrontieren, die Unsicherheit, ein Ungleichgewicht, ein nicht sofort mit der neuen Situation zurechtkommen erzeugt. Im Unterschied zum Behaviorismus ist die Rolle des Lehrenden hier vor allem auf die Funktion fokussiert, eine eben solche, den Lernenden zum Aufbau neuer Strukturen herausfordernde Lernumgebung bereitzustellen. Er ist hier also nicht der jeden Lernschritt im Einzelnen Überwachende, sondern er ist jemand, der das Lernen, das aktive Lernen, des Lernenden unterstützt. Das heißt nicht, dass der oder die Lehrende jetzt Däumchen drehen kann, denn er ist zum einen immer noch für die Auswahl und Strukturierung der Lernangebote verantwortlich und er darf zum anderen weiterhin durchaus dem Lernenden Feedback geben. Nur soll dieses Feedback eben nicht im direkten Belohnen und Bestrafen von Verhalten bestehen, sondern Lernende bei der Informationsaufnahme unterstützen. Während im Behaviorismus der Lehrperson die Hauptverantwortung und die zentrale Rolle für erfolgreiche Lernprozesse zugewiesen wird, ist es im Kognitivismus eben die Aktivität des Lernenden, der das wesentliche Augenmerk gewidmet wird. Lernen ist dabei aktive Verarbeitung von Information. Das heißt, Information wird nicht einfach in den Kopf des Lernenden eingefüllt und dieser nimmt die dann analog zu einem Gefäß einfach passiv auf, sondern er muss bei der Informationsaufnahme sein Wissen in der Regel neu organisieren, seine Wissensstrukturen an die neuen Gegebenheiten anpassen. Das Gefäß bzw. der oder die Lernende verändert sich also selbst im Prozess des Lernens. Da ja bekanntlich alle Theorie grau ist, wollen wir uns auch hier zwei kurze Beispiele von Lernumgebungen ansehen, die an kognitiven Lerntheorien orientiert sind. Wir beginnen mit der Unterrichtssequenz Würfelraten. Bei dieser Unterrichtssequenz geht es um das produktive Üben des Addierens und Subtrahierens einstelliger Zahlen. Produktives Üben meint, es sollen nicht nur diese beiden Rechenoperationen geübt werden, sondern den Lernenden sollen dabei weitergehende Einsichten gewissermaßen mit untergejubelt, und eigene Entdeckungen ermöglicht werden. In der ersten Phase dieser Unterrichtssequenz, die Plenar durchgeführt wird, würfelt die Lehrperson offen mit drei Würfeln. Die Lernenden sollen dabei die Augensumme bestimmen, wobei sie die Kommutativität und Assoziativität benutzen dürfen. Man wird zum Beispiel als Schüler versuchen, auf Fünfer und Zehner als Zwischenschritte zu kommen, weil das beim Zählen und Rechnen so wichtige Ankerpunkte sind. Auch wegen der Fingerhalt und so. Also, wenn eine 2 und eine 3 dabei ist, die wird man schon mal zusammenzählen. Oder wenn eine 4 und eine 6 dabei sind, dann wird man die eben auch erst mal zusammenzählen und dann erst die dritte Zahl dazu. In der zweiten Phase würfelt die Lehrperson dann verdeckt und sagt nur die Augensumme an. Wir sind also immer noch im Plenum. Die einzelnen Summanden sind jetzt von den Lernenden zu erraten. Das ist jetzt so eine Art umgekehrtes Unterrichtsgespräch, weil jetzt mal die Lernenden fragen und die Lehrperson muss antworten. Da wird dann jetzt immer noch Addieren geübt und zusätzlich wird auch noch Subtrahieren geübt. Und untergejubelt werden dabei auch strukturelle Einsichten. Etwa, dass sich Zahlen in andere Zahlen zerlegen lassen, zum Beispiel die 13 in die 4, die 4 und die 5. Oder in Zusammenhänge zwischen Addieren und Subtrahieren. Wenn eine Zahl 4 plus 4 zu 13 ergänzt, dann ist das ja genau die Zahl, die entsteht, wenn man 4 plus 4 von 13 abzieht, also die 5. Beides, diese Zusammenhänge zwischen Addieren und Subtrahieren und das Zerlegen von Zahlen in andere Zahlen, sind Dinge, mit denen vor allem sogenannte rechenschwache Kinder häufig Schwierigkeiten haben. Und beides sind Dinge, die zu einem verständigen Umgang mit den Zahlen und den Rechenoperationen einfach dazugehören. Und die werden hier in diesem Spiel so nebenbei gewissermaßen mitgeübt und nicht nur das bloße Rechnen. Erst in der dritten Phase geht es dann in Gruppenarbeiten. Hier möchte sich Herr Wittmann das Potenzial der Lernumgebung zur sogenannten natürlichen Differenzierung zunutze machen. Natürliche Differenzierung meint, die Aufgabe, selbst solche Augenzahlkombinationen, also drei Summanden, die in Summe eine vorgegebene Augensumme ergeben. Diese also selbst zu finden, erlaubt an mehreren Stellen Differenzierung, ohne dass jetzt unbedingt die Lehrperson die vorgeben muss. Die sind in der Problemstellung mehr oder weniger schon angelegt. Man kann die Aufgabe sich selbst stellen, verschieden einfach und verschieden schwierig. Da ist zum Beispiel die Höhe der Augensumme. Mittlere Augensummen haben mehr Kombinationen als extrem kleine und extrem große Augensummen. Wenn Sie damit mit der 3 anfangen, da sind Sie sehr bald fertig. Jetzt 8 ist schon so, da gibt es schon ein paar mehr Fälle. Wittmann gibt jetzt eben die Summe auch nicht vor, sondern lässt die Kinder da selbst probieren, was sie haben möchten. Differenzierung ergibt sich auch im Herangehen man kann das mehr oder weniger systematisch angehen, die Frage, ob man jetzt wie ob und wie man jetzt alle oder möglichst viele solche Kombinationen findet. Auch da, das ergibt sich gewissermaßen natürlich, einige Lernende werden da systematischer vorgehen, andere weniger systematisch und das ist auch gar nicht schlimm, dadurch ist das eben ein sich selbst differenzierendes oder natürlich differenzierendes Lernangebot. Lernende können dabei auch Lösungen vergleichen sich fragen, ob das schon alle Lösungen sind, etc. pp. Dabei wird dann auch ständig addiert und subtrahiert, ohne dass man dafür ein monotones Blatt mit lauter gleichförmigen grauen Päckchen benötigen würde. Kommen wir noch ganz kurz zum zweiten Beispiel. Das ist der andere Schulbuchauszug aus der Station C des Stationenbetriebs aus der Präsenzlehrveranstaltung. Hier geht es um die Einführung in den 100er-Raum in der zweiten Klasse Volksschule. Dazu gibt es zunächst einige Abzählaufgaben, nämlich bis Aufgabe 5, nein, sogar bis Aufgabe 6 sind das alles Abzählaufgaben, bei denen jeweils verschiedene Lösungswege möglich sind, wo es auch keine Musterlösung gibt und wo es jeweils wichtig ist, dass die Lernenden die zu zählenden Objekte irgendwie sinnvoll für sich selbst räumlich gliedern, um dann möglichst geschickt abzählen zu können. Auch da gibt es dann wieder Möglichkeiten, sich über die Lösungswege auszutauschen und dabei dann als Lernender auch mit einer Zählstrategie konfrontiert zu werden, die man selbst so noch gar nicht kannte und die einem im Nachhinein dann vielleicht im Vergleich mit der eigenen Methode dann aber zweckmäßiger erscheinen könnte und dann im Sinne Piagets wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit hätte, in das eigene Handlungsrepertoire aufgenommen zu werden als wenn einfach die Lehrperson oder das Schulbuch von Anfang an sagt, du sollst das bitte genau so und so zählen. Gut, soweit erstmal die kognitiven Lerntheorien. Wir kommen noch zum Konstruktivismus, der aber eher eine Weiterentwicklung kognitiver Lerntheorien darstellt, als jetzt etwas komplett anderes zu sein. Ich könnte jetzt wieder sagen, dass Sie da wieder fast alle Namen vom Kognitivismus auch dazu schreiben können. Wichtig ist beim Konstruktivismus, hier wird noch deutlicher die Rolle betont, die der einzelne Lernende für den Lernprozess hat. Daher gebe ich von den Brügelmannschen Bildern jetzt hier den Gärtner dazu, der die Pflanze, beziehungsweise dann als Metapher der Pädagoge das Kind, aus seinen eigenen Anlagen heraus wachsen und gedeihen lassen soll. Der Konstruktivismus ist, was die Modellierung von Lernen angeht, jetzt also nicht wirklich ein eigenes Paradigma, sondern, wie gesagt, eine Weiterentwicklung des kognitiven Paradigmas. Kennzeichnend für die konstruktivistischen Lerntheorien ist die Betonung der Individualität von Lernen und Lernprozessen. Jeder Lernende muss im Sinne des Konstruktivismus Wirklichkeit für sich ganz neu konstruieren. Es findet keine Übertragung von Wirklichkeit, und von Fakten von einem zum anderen Individuum statt. Im Zeitalter von Fake News und Alternative Facts klingt das vielleicht etwas gewagt, aber es ist die Grundüberzeugung der Konstruktivisten, vor allem Ernst von Glaserfels, dass wir als Menschen gar keinen anderen als unseren jeweils subjektiven Zugang zur Wirklichkeit haben. Wir können uns natürlich gegenseitig darüber verständigen, was möglichst viele von uns als Wirklichkeit wahrnehmen. Das nennt man dann intersubjektive Übereinstimmung oder reguläres Wissen. Ob dieses Wissen aber mit der objektiven, von uns selbst unabhängigen Realität übereinstimmt, ist aus Sicht der Konstruktivisten eine sinnlose Frage. Wir haben ja keinen Zugang zu dieser Realität, der unabhängig von unserer, dann aber immer schon durch Vorerfahrung etc. pp geprägten Wahrnehmung wäre. Als wichtige Wirkmechanismen des Lernens gelten dann im Konstruktivismus zum einen die Perturbation, das ist die produktive Störung individueller Konstrukte von Realität und damit im Grunde genau dasselbe, was wir bei Piaget, schon mit Assimilation und Akkommodation kennengelernt haben. Hinzu kommt die Vorstellung von Viabilität. Neues Wissen muss sich als praktisch nützlicher erweisen als bestehendes Wissen. Nur dann hat es eine Chance, nachhaltig, wie man manchmal etwas schleifig sagt, gelernt zu werden. Also längerfristig gelernt zu werden. Als aktiv verwendbares und verwendetes Wissen wirklich zu überleben. Sie können den Lernenden also zum Beispiel im Physikunterricht noch so lange erzählen, dass Energie nicht verbraucht, sondern umgewandelt wird. Solange die Kinder dann als Erwachsene den Stadtwerken Geld für den Energieverbrauch bezahlen, hat das individuelle Konstrukt Energie wird verbraucht tendenziell die bessere Überlebenschance. Sie müssten, um dem Konzept Energie wird umgewandelt, eine realistische Chance zu geben, in möglichst vielen, möglichst konkreten Situationen als deutlich stimmiger zu erkennen als Energie wird verbraucht, damit es sich wirklich längerfristig festsetzen kann, also viabel wäre. Den Energieverbrauch müssen Sie dann aber leider immer noch zahlen. Was dann jetzt hier auf der Folie steht, wo es um die Gestaltung von Lernumgebungen geht, ist in den meisten Punkten nur eine Wiederholung und Bestärkung dessen, was schon beim Kognitivismus oben stand. Der wesentliche Unterschied ist wohl, dass Konstruktivisten den Lernenden beim produktiven Stören noch etwas mehr zumuten wollen, indem sie zum Teil für möglichst unstrukturierte und realitätsnahe Problemstellung plädieren. Beim Kognitivismus hat man ja gesagt, gut strukturierte Lernangebote. Aber Konstruktivisten, die wollen zum Teil auch die Lernenden gänzlich ein Problemgebiet selbst erkunden und strukturieren lassen. Außerdem gibt es noch mindestens zwei Spielarten von Konstruktivismus. Den radikalen, sehr stark subjektbezogenen Konstruktivismus und den gemäßigten, eher das soziale betonenden Konstruktivismus. Sozialen Konstruktivisten ist dann eben auch der Austausch zwischen den Lernenden und das gemeinsame Lernen ein Anliegen. Radikale Konstruktivisten sind eher skeptisch, ob es gemeinsames Lernen im engeren Sinne überhaupt geben kann. Auch hier ist das bislang noch etwas abstrakt geblieben. Aber sie haben sich unbewusst schon mindestens zwölf Minuten lang mit konstruktivistischen Lerntheorien beschäftigt. Dann nämlich, wenn sie vorher in Moodle den Fragebogen zur Einstellung zu Textaufgaben bearbeitet haben. Das ist nämlich gerade ein Fragebogen, der in verschiedenen... Hier auf der Folie genannten Studien bereits vorher eingesetzt wurde, um herauszufinden, wie konstruktivistisch Lehrpersonen eingestellt sind und ob und welche Effekte das dann auf deren Unterricht und gegebenenfalls auch auf die Leistungen der Unterrichteten, also der Schülerinnen und Schüler, hat. Wir schauen uns mal zwei Fragen aus dem Fragebogen kurz an. Kann jetzt sein, dass Sie selbst nicht genau diese beiden Fragen hatten. Aber ich denke, Sie bekommen da schon insgesamt den Dreh raus. Unterschieden wird hier immer zwischen einem konstruktivistischen Pol und einem rezeptiven Pol. Rezeptives Lernen meint Lernen nach Rezepten. Sie zeigen vor, wie es geht, die Lernenden machen das nach. Wenn es passt, gibt es einen Sternbau. Wenn es auf Dauer nicht passt, gibt es einen Fleck. Das ist also tendenziell behavioristisch und also eher nicht so wohl gelitten, in pädagogischen und fachdidaktischen Kreisen. Konstruktivistisches Lernen würde immer meinen, den Lernenden einen deutlich aktiveren Part beim Lernen zuzutrauen. Nehmen wir mal zum Beispiel Item 7, das was oben steht. Lehrerinnen und Lehrer sollten zeigen, wie einfache Textaufgaben zu lösen sind, bevor Schülerinnen und Schüler selbstständig Textaufgaben lösen. Wenn sie dem jetzt voll zustimmen, wäre das eine rezeptive Orientierung. Denn das ist ja genau wieder dieses erst vormachen, dann nachmachen, erst das einfache gut strukturierte, dann das schwierige weniger gut strukturierte. Und das ist eben nicht, was der Konstruktivismus sagt. Wenn Sie das ablehnen, dann gelten Sie daher eher als konstruktivistisch orientiert. Das Item 13 ist genau umgekehrt gepult. Dass Schülerinnen einfache Textaufgaben bereits lösen sollten, bevor man numerisches Faktenwissen erwirbt, Gilt als eine konstruktivistische Einstellung. Das wird in der Umkehrung klar. Es gibt ja die Idee, man müsse erst einmal das numerische Faktenwissen, also das reine, nicht durch Realität befleckte Rechnen lernen, das einmal 1 bis 20 herauf- und herunterbeten können, bevor man sich dann an die grundsätzlich schwierigen Textaufgaben wagt. Der Konstruktivist würde da einwenden, aber sinnstiftend und wirklich viabel. Lernt man das einmal eins überhaupt nur, wenn man innerlich schon akzeptiert hat, dass Multiplizieren eine feine Sache ist, die auch praktisch sinnvoll ist? Und dafür brauchst du eben auch am Anfang schon mal ein paar Textaufgaben. Du musst erst mal Situationen präsentiert bekommen, wo du ohne Multiplikation blöde anstehst, sonst hast du gar keine Motivation, so blöde Multiplikationstafeln auswendig zu lernen. Also hier ist klar, Konstruktivistischer Pol stimmt zu, rezeptiver Pol lehnt er ab. Gibt man jetzt Lehrpersonen so einen Fragebogen, da gibt es natürlich dieses Problem der sozialen Erwünschtheit. Also sie versuchen da als Fragebogenausfüller so zu antworten, wie ich das wahrscheinlich als Test durchführender gerne hören würde. Und Fachdidaktik ist ja jetzt oder soll zumindest nicht die heilige römische Inquisition sein die ihnen da ein Glaubensbekenntnis abpressen will, sondern wir wollen schon sehen, verstehen und einen Einfluss darauf nehmen, wie sie dann tatsächlich unterrichten und ob da dann bei den Lernenden auch etwas dabei herumkommt. Tatsächlich konnte Elsbeth Stern und Fritz Staub zeigen, dass sich die Varianz der Lernfortschritte zwischen der zweiten und dritten Klasse in unterschiedlichen Schulklassen, die Elsbeth Stern und Fritz Staub untersucht haben, zu etwa 32 Prozent mit den im Fragebogen geäußerten Grundeinstellungen der Lehrpersonen statistisch erklären ließen. Also, Lernfortschritte sind größer bei Lehrpersonen, die sich hier als eher konstruktivistisch zeigen. Das spricht dafür, dass man da vielleicht wirklich so etwas wie eine Einstellung misst und dass man auch wirklich eine positive Einstellung misst. Was dann die Varianz wird zu n Prozent statistisch erklärt, genau heißt. Das schieben wir mal einen Moment zurück, das erkläre ich gleich noch kurz. Nadja Ratzka hat in einer Untersuchung eine Korrelation von 0,6 herausbekommen für den Zusammenhang zwischen lernenden Leistungen und geäußerter Einstellung. Das ist in etwa dieselbe Größenordnung, da werden also 36 Prozent Varianz aufgeklärt. Das ist für einen reinen Einstellungsfragebogen eigentlich ziemlich hoch. Interessant ist hier vielleicht noch, ihre Daten lassen auch nicht den Schluss zu, dass schwache Lernende bei eher konstruktivistisch orientierten Lehrpersonen weniger lernen würden. Den Verdacht haben ja manchmal einige. So, und dann haben wir noch einen Herrn Hess, der hat eher geschaut, ob wenn man jetzt Lehrpersonen gezielt mit konstruktivistischen Lernumgebungen konfrontiert, ob, da, ob sich dann auch deren Einstellung verändert. Das hat jetzt eher nicht so gut funktioniert, aber er konnte noch zeigen, dass das in der Schweiz so ist, dass das Alter eher keine Rolle dafür spielt, wie konstruktivistisch oder nicht konstruktivistisch so eine Lehrperson eingestellt ist. Also nicht die alten Knochen rezeptiv, die jungen Hüpfer konstruktivistisch. So ist das zumindest in der Schweiz 2005 nicht gewesen. So, was heißt jetzt? 32 Prozent der Varianz werden statistisch erklärt. In unserem Fall ist das eher einfach. Es wird der Zusammenhang von Leistung der Lernenden, das ist auf der x-Achse, beziehungsweise es ist eigentlich nicht Leistung, sondern durchschnittlicher Zuwachs an Leistung zwischen dem zweiten und dritten Schuljahr in einer Schulklasse, und auf der x-Achse Einstellung der Lehrperson, links eher nicht so konstruktivistisch, rechts eher deutlich konstruktivistisch. Also der Einfluss der einzelnen Variable Einstellung auf Leistung bzw. auf Leistungszuwachs, das wird untersucht. Varianzaufklärung ist dann nichts anderes als Korrelationskoeffizient zum Quadrat. Wenn wir also 32% Varianzaufklärung haben, müssen wir die Wurzel aus 32 ziehen. Dann haben wir eine Korrelation von 0.56 in etwa, das ist auch wieder relativ stark. Jetzt sagt Ihnen aber Korrelation 0.56 nicht unbedingt viel mehr. Die Korrelation ist ein Maß dafür, wie gut sich diese ganzen Punkte, die Sie da im Bild sehen, durch eine einzelne Gerade beschreiben lassen. Wenn da 0 rauskäme, dann wären die Punkte einfach irgendwo, da könnten Sie überhaupt keine Gerade durchlegen. Legen die Punkte jetzt genau auf einer monoton steigenden Gerade von links unten nach rechts oben dann käme da genau eins heraus. Also, das wäre dann so, dass die konstruktivistische Einstellung vollständig die mittleren Leistungsunterschiede zwischen diesen Klassen, beziehungsweise die, mittleren, äh, die, die Unterschiede in den mittleren Leistungszuwächsen zwischen den Klassen zwischen diesen beiden Schuljahren vollständig erklären würde. Das wäre dann wirklich so, je konstruktivistischer, desto... Mehr Leistung, ganz im Sinne eines linearen Zusammenhangs. Und bei negativen Werten bis hin zu minus 1 wäre das dann umgekehrt, da wäre es so: je weniger konstruktivistisch, je besser die Leistung. Hier ist es aber tendenziell so: je besser die Konstrukt also je konstruktivistischer die Einstellung, desto besser die Leistung. Sie sehen aber, dass das nicht ganz genau stimmt, das ist jetzt nicht immer so. Dass das genau so ist, dass, wenn jemand konstruktivistischer eingestellt ist, die Klasse auch einen höheren Mittelwert hat. 0.56 ist schon ziemlich gut, aber es gibt sehr wohl auch überdurchschnittlich gute Klassen mit eher rezeptiv eingestellten Lehrpersonen, das sind die, die links oben eher sind. Und es gibt auch unterdurchschnittliche Klassen mit eher konstruktivistisch eingestellten Lehrpersonen, das sind die, die da rechts eher unten sind. So. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil, beziehungsweise vorher noch zum kurzen Zwischentest kommen, Sie merken schon, das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Der zweite Teil ist ein bisschen kürzer. Noch eine kleine Nabelschau. Wenn Sie sich selbst auf dieser eher rezeptiv, eher konstruktivistisch Skala einordnen wollen, dann können Sie sich hier anhand dieser Folie dann mit den übrigen Studien vergleichen. Etwas aufpassen müssen Sie dabei. Sie hatten ja nur zwölf Fragen. Zufällig ausgewählt aus 48. Insgesamt waren das normalerweise 48. Die Messung ist bei Ihnen also tendenziell etwas ungenauer. Ich habe die Punktzahlen dann aber immer mal 4 genommen, sodass Sie die dann insgesamt doch wieder direkt auch miteinander vergleichen können. Bevor wir zum Begriff Wissen kommen, kommt jetzt eben noch der kurze Zwischentest. Willkommen zurück. Jetzt soll es also um Wissen gehen. Wissen ist ja heute etwas aus der Mode. Da soll es immer gleich um Kompetenzen gehen. Also Wissen, das ist tot und das steht in so verstaubten Büchern. Und Kompetenz ist total toll, weil das ist jetzt Können, vor allem praktische Probleme lösen können. Und das ist ja eh super. Ganz so einfach ist das aber jetzt nicht. Und Wissen ist auch etwas breiter und komplizierter angelegt in Psychologie und in Fachdidaktik, als man das so vom Hausverstand her kennt. Wir beginnen mal mit einer Definition von Gruber. Erstens, Wissen wird als individueller Besitz verstanden, der sich als relativ dauerhafter Inhalt des Gedächtnisses umschreiben lässt. Aha, das sagt uns schon mal, der Herr Gruber ist mindestens mal Kognitivist, denn er modelliert Dinge, die in unseren Köpfen herrinnen sind, einen dauerhaften Inhalt des Gedächtnisses zum Beispiel. Zweitens, die Bedeutsamkeit von Wissen wird durch soziale Übereinkunft bzw. Aushandlung festgelegt. Aha, der Herr Gruber ist also ein sozialer Konstruktivist, denn die Bedeutung wird sozial ausgehandelt. Drittens, vom Wissen eines Individuums spricht man nur, wenn das Individuum von der Gültigkeit dieses Wissens überzeugt ist. Das ist nochmal die Bestätigung, der Herr Gruber ist also wirklich Konstruktivist. Was das Individuum weiß, wird nicht an außerhalb des Individuums liegenden Kriterien gemessen, sondern obliegt einzig dem eigenen Überzeugungsgrad von der Gültigkeit des Wissens. Vermutung, Einstellung, Haltung, Meinung, also alles, wo sich das Individuum selbst nicht so sicher ist, ob das stimmt oder für die es gar nicht sinnvoll ist zu fragen. Stimmt das so oder funktioniert das so, gehören für Gruber dann nicht zum Wissen. Nochmal, das ist immer noch mehr, als uns der Hausverstand sagt, weil das hier ließe zum Beispiel sehr wohl auch alternative Fakten zu, denn es hat ja gar kein äußeres Wahrheitskriterium, nur die Überzeugung des Individuums von der Gültigkeit des Wissens. Und Wissen ist hier auch nichts, das in einem Buch steht. Nur das, was in unserem Kopf ist und was wir für wahr oder gültig halten, ist Wissen. Schauen wir mal genauer hin. Wie kann man das etwas feiner gliedern? Sehr weit verbreitet ist da mal die Unterscheidung nach Frau Chi, die zum Beispiel auch Herr Arbinger in seiner Psychologie des Problemlösens benutzt. Da gibt es mal bereichsspezifisches Wissen, das sich noch mal unterteilt in deklaratives und prozedurales Wissen. Das kommt aber hier gleich noch genauer. Und dann gibt es strategisches Wissen. Das ist im Wesentlichen nicht bereichsspezifisch. Und es gibt dann auch noch sowas wie Metawissen. Das ist Wissen über das Wissen. Aber erstmal zum deklarativen Wissen. Das ist auch nochmal unterteilt. Deklaratives Wissen ist grundsätzlich Wissen, dass etwas so und so ist oder war. Ich weiß zum Beispiel, dass es letztes Jahr Pfingstmontag in Klagenfurt geregnet hat. Das nennt man dann auch episodisches Wissen. Wichtiger ist aber das semantische deklarative Wissen. Ich weiß zum Beispiel, dass Pfingstmontag ein christlicher Feiertag ist. Man merkt jetzt, um das zu wissen, muss ich auch noch wissen, was eigentlich christlich heißt und was ein Feiertag ist. Solches semantische Wissen stellt man sich daher in gewissen Einheiten abgespeichert vor, die man auch Chunks oder Schemata nennt. Eine Aussage verstehen bedeutet dann, sie mit dem richtigen Schema in Verbindung zu bringen. Sie alle erkennen, dass es in der Aussage unten in der 89. Minute hämmerte er das Leder an der schlecht positionierten Mauer vorbei zum 1:1 -zu -1 Ausgleich in den oberen rechten Winkel. Dass diese Aussage etwas mit Fußball zu tun hat. Dazu reicht es aber gerade nicht zu wissen, was hämmern, Leder, Mauer, positionieren, Ausgleich Winkel heißt, also was diese einzelnen Wörter bedeuten, weil die können ganz viel und ganz verschiedene Dinge bedeuten. Erst dadurch, dass ich weiß, es gibt einen Kontext, in dem all diese Wörter sinnvoll zusammen auftreten können, nämlich Fußball, kann ich die Aussage dann auch verstehen. Das ist es unter anderem auch, was Computerübersetzungen lange Zeit, bevor es so etwas wie neuronale Netze gab, so schwierig gemacht hat. Es ist relativ einfach, Computern Wortlisten zu füttern. Es ist aber sehr schwer, ihnen beizubringen, zusammengeäußerte Worte in ihrem Kontext zu erfassen. Apropos Netze. Wer schon Didaktik der Geometrie hatte, hat ja schon mal von Begriffsnetzen gehört. Hier sehen Sie mal ein individuelles Begriffsnetz eines Schülers zum Begriff Körper in der Physik. Da passt jetzt eher nicht alles so richtig mit der wahren Lehre der Physik zusammen. Das ist aber auch nicht schlimm, das soll Ihnen mal zeigen. Aha, so könnte so eine kognitive Struktur aussehen. So stellt man sich vor, dass Wissen in unseren Köpfen repräsentiert ist. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man so gerne so Concept-Maps zeichnen lässt, weil man da sagt, da bringt man dann aufs Papier so die Wissensstruktur, die man von einem Gebiet hat. Und um nochmal ein Beispiel aus der Mathematik zu bringen, die Katja Kagalova hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, welche Wissensstrukturen Schulbücher anregen. Hier sehen Sie das mal für die Einführung des Funktionsbegriffs. Auch da wird man vielleicht sagen, ob diese Wissensstruktur, so wie sie da steht zum Funktionsbegriff, ob das schon ideal ist, da müsste man doch nochmal genauer hinschauen. Das machen wir jetzt nicht. Mir geht es ja nur darum, Ihnen mal zu zeigen, wie so Wissensstrukturen prinzipiell aussehen und wo die so im Grundsatz vorkommen. Kommen wir also zum prozeduralen Wissen. Prozeduren ist im Wesentlichen ein anderes Wort für Verfahren. Hier geht es also um Verfahren im weitesten Sinne oder um Wissen wie man zum Beispiel Fahrrad fährt, wobei man dann zum prozeduralen Wissen Fahrradfahren durchaus auch dazu zählt. Dass man das dann auch tatsächlich ausführen kann. Prozedurales Wissen ist also Handlungswissen inklusive unter Umständen des Ausführen Könnens dieser Handlung. Solches Wissen folgt im Allgemeinen einem mehr oder weniger Prinzip. Man kann also etwa gut oder weniger gut Fahrrad fahren. Es gibt da unterscheidbare Grade der Beherrschung. Weil das so ist, muss man solches prozedurales Wissen fast immer üben. Es lässt sich normalerweise nicht direkt mitteilen. Dann gibt es auch manchmal den Grad der Beherrschung, wo man eigentlich weiß, wie es gehen sollte, es aber trotzdem irgendwie nicht hinbekommt. Das nennt Abinger dann auch etwas unfein, also jetzt Achtung, Trigger Warning und bitte nicht direkt zum AK-Gleichstellung gehen, Eunuchen wissen. Es kann und ist manchmal dann auch sehr schwierig, prozedurales Wissen überhaupt irgendwie in Worte zu fassen. Es ist zum Beispiel viel leichter, Sie zeigen jemand oder Sie schauen sich auf YouTube an, wie man sich die Schuhe oder eine Krawatte bindet, also diesen Handlungsablauf einmal zu sehen und nachzuvollziehen und mitzumachen, als sie versuchen, das jetzt in so einer Art Anleitung aufzuschreiben. Das führt uns äh, dann noch auf die Frage, wie es eigentlich Wissen repräsentiert. Das kommt gleich ein paar Folien später. Auch hier ein Beispiel aus der Mathematik. Das machen wir jetzt mal interaktiv. Dann können Sie auch etwas zoomen. Hier ist ein bestimmtes Verfahren dargestellt und Sie sollen mal bitte möglichst genau beschreiben, um welches Verfahren handelt es sich denn, das hier dargestellt ist. Also bitte, Sie sind dran. Eine sehr gute Antwort wäre hier schriftliche Subtraktion mehrstelliger natürlicher Zahlen den punkt gibt es aber schon wenn sie schriftlich abziehen schriftlich subtrahieren schriftliche subtraktion schreiben schriftlich und irgendwas mit minus rechnen muss dabei sein dann kriegen sie den punkt. prozedurales wissen umfasst aber nicht nur solche festgelegten algorithmen sondern auch ganz offene verfahren sogar bereichsspezifische heuristische strategien würden nach G und abinger in diesen bereich hineingehören. strategisches wissen ist dann für Chi und Abinger solches Wissen, das der Erzeugung und Reorganisation von bereits bestehendem Wissen dient. Bei Chi und Abinger wird das grundsätzlich als bereichsunabhängig definiert. Das ist jetzt einfach eine Geschmacksfrage oder im Grunde auch eine künstliche Trennung, wenn ich sage, alle bereichsspezifischen Verfahren, auch die Heurismen, all das gehört in dem Bereich Prozeduren und alles, was nicht bereichsspezifisch ist, das gebe ich in dem Bereich Strategien. Abinger und Chi machen halt diese Unterscheidung, damit die Unterscheidung klarer und strikter ist. Und außerdem gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele bereichsunabhängige Strategien. Eine Strategie, die Abinger konkret benennt, ist: Wenn ich Informationen aus Texten reduzieren will, dann muss ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Man merkt dann schon so eine Strategie ist vielleicht unabhängig vom Inhalt eines Textes, den ich lese, aber doch irgendwie auf das Lesen von Texten beschränkt. Also Strategien sind zwar bereits unabhängig, aber sie sind trotzdem an Klassen von ähnlichen Zielsetzungen gebunden. Es gibt da jetzt keine allgemein etablierte Klassifikation für solche Zielsetzungen in der Psychologie, aber ganz grob wird man vielleicht sowas wie Lernstrategien, Denkstrategien, Gedächtnisstrategien, Problemlösestrategien und Textverarbeitungsstrategien unterscheiden wollen. Und von jeder davon hat man vielleicht eine halbe Handvoll, eine ganze Handvoll. Und das war es dann auch schon. Und solche Strategien sind dann immer eher weiche Hilfsmittel, die garantieren eben keinen Erfolg und helfen vor allem bei solchen Aufgaben, wo man recht wenig fachspezifisches Wissen braucht. Zum Schluss haben wir dann noch das metakognitive Wissen, also das Wissen, was ein Individuum über sein eigenes Wissen oder Unwissen hat das bräuchten sie zum beispiel wenn sie in einer quizshow gefragt werden ob sie lieber etwas zum thema sport oder lieber etwas zum thema politische zeitgeschichte gefragt werden wollen da sichten sie dann so intern ihr eigenes wissen um zu entscheiden wo vermutlich mehr zu holen ist wo es ihnen leichter fällt dann die nachfolgenden fragen zu beantworten. das wissen kann sich aber anders also dieses metakognitive wissen das kann sich anders als das quizshow beispiel vielleicht nahelegt, eben nicht nur auf deklaratives und nicht nur auf episodisch deklaratives Wissen beziehen. Nein, das kann sich auch auf prozedurales Wissen, also sogar auf strategisches Wissen beziehen. Man kann für jedes Wissen ein Wissen davon haben, habe ich dieses Wissen, habe ich dieses Wissen nicht, wofür ist dieses Wissen gut? Was hat in einer ähnlichen Situation schon mal geholfen? Woran könnte ich mich jetzt richten? Sie merken, bei metakognitivem Wissen reflektiert man immer über wissen, was man hat. Sie merken auch, metakognitives Wissen hat immer mit Reflexion zu tun. Es besteht aus Prozeduren, mit denen sie ihr eigenes Wissen sichten und bewerten. Gerade erfolgreiches Lösen offener Problemstellung erfordert dann häufig so Selbstreflexion und für die braucht man gewisse metakognitive Prozesse, wer das gut kann, sich sein eigenes Wissen vergegenwärtigen. Der ist häufig auch ein relativ guter Problem. Werfen wir zusammenfassend und erweitern nochmal einen Blick darauf, wo diese Wissensarten so konkret in der Mathematikdidaktik dann aufgegriffen werden. Das passiert zum Beispiel in einer preisgekrönten Doktorarbeit von Kirstin Erath zum Thema Erklären. Ich zoome und scrolle da jetzt mal ein bisschen herum und Sie werden sehen, dass die Bezeichnungen da zum Teil etwas andere sind als bei Chi und Abinger. Insbesondere geht es da auch im Kern um Bereichsspezifisch mathematisches Wissen. Deswegen steht da jetzt nichts zum Metawissen oder zum strategischen Wissen. Im Hinterkopf behalten wir mal, dass Conceptual Knowledge, also Begriffswissen, da auftaucht als ein Wort und nicht einfach von deklarativem Wissen die Rede ist. Und dass zum Teil noch bei diesem Conceptual Knowledge über Wissen über Begriffe und Wissen über Zusammenhänge, also sowas wie Sätze und Aussagen, unterschieden wird. Das kommt dann später nicht nochmal. Unsere Erkundung, was man unter Wissen verstehen kann, schließen wir jetzt ab mit der Frage der Wissensrepräsentation. Mit Repräsentation meint man Modelle, wie man sich vorstellt, dass Wissen in den Köpfen der Menschen abgelegt ist. Jerome Brunner ist da der bekannteste und der hat drei verschiedene Modi unterschieden. Dinge können direkt als Handlungen oder Handlungsabläufe mental repräsentiert sein. Das nennt man dann enaktiv und gute einleuchtende Beispiele wären da Schuhe binden oder einen Drehverschluss einer Flasche öffnen. Andererseits kann Wissen auch in Form von Bildern, also ikonisch repräsentiert sein. Wenn Sie an einen Sessel oder an einen Hund denken, haben Sie vermutlich eher so Bilder im Kopf als jetzt irgendwelche konkreten Handlungen. Das nennt man auch ikonisch. Und manche Dinge sind wohl auch in unseren Köpfen besser als in Zeichen und Sprache repräsentiert vorstellbar. Das würde man dann symbolisch nennen. Jedenfalls wird man gewisses Wissen, zum Beispiel darüber, was eine repräsentative Demokratie ist, wohl alleine in Bildern und Handlungen nicht ganz so gut fassen können. Im Grunde geht Brunner auch davon aus, dass alle drei Modi der Repräsentation, durch Handlungen, durch Bilder, durch Zeichen und Sprache, sich bereits in relativ frühem Kindesalter, ja sogar innerhalb der ersten beiden Lebensjahre entwickeln. Fachdidaktisch kann man jetzt sagen, viele Dinge in der Mathematik lassen sich prinzipiell auf alle drei Arten repräsentieren. Eine proportionale Funktion könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel als eine Handlungsanweisung für je drei Äpfel, die ich in meinen Sack Einkaufsbeutel stecke, ja, muss ich einen Euro auf den Tresen legen. Das kann ich auch in einem Bild eines Graphen darstellen. Ne? Da habe ich dann Äpfel, meinetwegen auf der x-Achse, und die Euro auf der y-Achse. Und ich kann das natürlich auch symbolisch darstellen als Gleichung: y ist gleich 3x. Das Prinzip der Interaktion der Darstellungsebenen besagt dann, dass man die Wahrscheinlichkeit von Lernen und Behalten erhöht, wenn man bewusst zu wechseln zwischen diesen Darstellungsebenen anregt. Hier ist dann nochmal ein etwas anderes Beispiel, nämlich der Satz von Pythagoras dargestellt. Ja, beim N-Aktiven ist da die Idee, dass man den Satz so aus dickem und schweren Moosgummi ausschneidet. Dann könnte man den Satz von Pythagoras auch abwiegen. Ja, ob das so doll ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was noch auffällt, deswegen habe ich die Folie auch hergenommen, da sind jetzt sogar vier Ebenen unterschieden, das macht man öfter. Die symbolische Ebene ist da quasi nochmal aufgeteilt. Man kann sagen, das ist nochmal ein Unterschied, ob ich etwas in Worten und Sprache repräsentiere oder in so abstrakten Zeichen, wie das da dann auf der rechten Seite der Fall ist bei a2 plus b2 ist gleich c2. Das ist ja vielleicht doch nochmal was anderes. Als dieser ausgeschriebene Satz auf der linken Seite. Wir belassen es damit mal beim Thema Wissen bzw. Repräsentation und Darstellung vom Wissen. Gerade die Darstellungswechsel begegnen uns dann aber spätestens am Ende des Semesters bei den Bildungsstandards nochmal wieder. Wir kommen dann jetzt zum letzten lerntheoretisch geprägten Begriff, der auch wieder etwas schillernd ist, nämlich den Begriff Verstehen, wo so ein bisschen das Problem ist, dass man da alles und nichts darunter, pan-intended, verstehen kann. Ich hole da jetzt trotz der etwas fortgeschrittenen Zeit mal ein wenig weiter aus. Beim Verstehen kommt es zwischen Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern und angehenden oder schon fertigen Lehrpersonen bisweilen zu heftigem Streit. Fachdidaktikerinnen kritisieren etwa, so wie heute Mathematik unterrichtet wird, können die Schülerinnen das ja auch gar nicht verstehen. Lehrpersonen und manchmal auch Personen, die noch Lehrpersonen werden wollen, Kontern dann bisweilen damit, dass Mathematik verstehen eben nur etwas für die guten Schülerinnen sei. Die schwachen Schülerinnen, da soll man halt froh sein, wenn die die Regeln auswendig lernen, Hauptsache sie rechnen nachher richtig. Da kann man sich dann als Außenstehender oder am Streit Beteiligter natürlich fragen, mit welchem Begriff von Verstehen wird hier eigentlich gearbeitet und wie stichhaltig sind die Argumente beider Seiten. Das hat vor über 40 Jahren schon ein Herr Scamp gefragt und hat gemeint, wir müssen erstmal den Verstehensbegriff klären, um da jetzt nicht so eine Dichotomie verstehen oder nicht draus zu machen und hat dafür zwei Unterarten von Verstehen unterschieden. Relational understanding, also relationales Verstehen, wo man wissen sollte, was man tut und auch weiß, warum man es tun kann. Das ist das, was man wohl auch als Verstehen im eigentlichen Sinn ansehen darf. Und das ist das, was Fachdidaktikerinnen auch am liebsten hätten. Man kann die Verfahren anwenden, das wollen Fachdidaktiker schon auch. Man weiß aber auch, warum das eigentlich funktioniert und unter welchen Bedingungen es dann nicht mehr funktioniert. Und man kann das Verfahren mit anderem mathematischen oder auch außermathematischen Wissen in Verbindung bringen. Wenn Sie jetzt an Humboldt zurückdenken, das ist ganz das Verstehen, was der Humboldt und die ganze Aufklärung gerne hätte. Das ist die vollständige Einsicht in die streng aufgezählten Gründe einer Handlung. Für SCAMP gibt es dann auch noch instrumentelles Verstehen. Das ist rein prozedurales Ausführungswissen bzw. können. Ich kann einen Algorithmus ausführen, weiß aber nicht, wieso der eigentlich funktioniert. Und ich kümmere mich auch nicht darum, ob und wie der mit anderem Wissen zusammenhängt. Scams sagt dann, aha, unser Problem ist also nicht, dass Fachdidaktikerinnen nur verstehen wollen und Lehrpersonen nur anwenden wollen, sondern dass die einen für fast alles immer auch relationales Verstehen haben wollen, also neben den Regeln und neben dem Anwenden können auch noch die Gründe und die anderen offenbar unter dem Druck der Praxis oder weil sie es aus der eigenen Schulzeit halt nicht anders kennen, den Lernenden nur instrumentelles Verstehen anbieten. Wissen wir aber immer noch nicht. Wer von beiden hat jetzt recht? Also weiter. Scamp gibt dann zunächst mal den Advocatus Diaboli und schaut, was spricht für relationales Verstehen. Er nennt im Wesentlichen drei Argumente, die er teilen kann. Beschränkt man sich auf instrumentelles Verständnis, dann ist die zu lernende Mathematik zumindest lokal begrenzt, in der Regel leichter, manchmal sogar sehr viel leichter zu beherrschen. Wenn man also sehr schnell lauter richtige Antworten haben will, sollte man in kleinen Häppchen instrumentell Verfahren lernen lassen. Dabei stellen sich dann in der Regel oft auch schneller Erfolgserlebnisse ein, weil man schneller etwas kann und sich selbst oder von anderen dafür belohnt wird. Da schwankt Ihnen dann schon, das könnten vielleicht vorschnelle Erfolgserlebnisse sein. Und wir rücken hier an den ja nicht so hippen Behaviorismus heran. Das also, ist vielleicht nicht das beste Argument. Schließlich, die Isolation von Wissen und nicht immer nachdenken müssen, warum etwas funktioniert, hat auch eine wichtige Entlastungsfunktion, die durchaus auch hauptberuflich tätige Mathematikerinnen und Mathematiker zu schätzen wissen. Wobei das auch wieder so etwas eingeschränkt daherkommt, das steht dabei phasenweise. Aber was heißt das eigentlich? Also, wenn ich auf ein Gleichungssystem den Algorithmus anwende, dann bin ich doch in der Regel ganz froh, weil ich nicht in jedem Schritt des Algorithmus darüber nachdenken muss, warum dieser Schritt jetzt eigentlich gerade erlaubt ist und was der da eigentlich macht. Wenn dann aber am Ende irgendwo 0 ist gleich 4 in einer Zeile übrig bleibt, dann brauche ich aber doch schon wieder etwas relationales Verständnis, weil ich dann vergessen habe, was dieses 0 ist gleich 4 nochmal heißt. Und es mir selbst wieder irgendwie vergegenwärtigen will, weil vielleicht gerade das Internet kaputt ist und ich nicht einfach im Internet nachgucken kann, was jetzt passiert. Da würde ich dann jetzt wieder relationales Verstehen brauchen. Für relationales Verstehen gibt es dann auch einige sehr gute Gründe. Zum Beispiel, dass man relationales Verständnis oft auf andere Probleme und Fragestellungen erweitern kann, während das bei rein instrumentellen Verstehen nahezu ausgeschlossen ist. In der Regel behält man sich relational verstandenes auch besser, beziehungsweise kann es sich dann leichter wieder ins Gedächtnis rufen und hat dann auch Strategien, wie man prüfen kann, ob das eigene Wissen auch wirklich stimmt, gültig sein kann. Wenn Sie an Wilhelm von Humboldt über, überhaupt an Neohumanisten und Aufklärer denken, dann würden Sie auch sagen, relationales Verstehen hat einfach einen Eigenwert. Dadurch werden sie aufgeklärt. Sie sind eben nicht Sklave des Verfahrens, sondern beherrschen es im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben Einsicht in die Gründe des Funktionierens gewonnen und müssen nicht dem Verfahren oder anderen Menschen vertrauen. Und das kann an sich ein ganz wichtiges Ziel sein, unabhängig davon, ob das leichter geht oder die Verfahren besser anwendbar und behaltbarer macht. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann argumentiert SCAMP wieder, er lernt theoretisch. Relationales Verstehen ist Nährboden für weiteren Wissenserwerb. Im Englischen steht da Agent of its own growth, also Agent seines oder Nährboden seines eigenen Wachstums. Das wird ja auch ganz gerne gesehen, dass äh, wenn Verstehen weiteres Lernen vereinfacht ist, das für den Kontext von Schule vielleicht nicht das Schlechteste. So, jetzt gibt es ganz klassisch dialektisch bei SCAMP dann auch noch... Nach der These und der Antithese die Synthese. Scamp sagt hier also jetzt mal, warum Lehrpersonen auch gute Gründe haben können, sich im Einzelfall auf instrumentelles Verstehen zu beschränken. Zu wenig Zeit und Muße kann ein Grund sein, das kennen wir schon vom Humboldt, wenn es äußere Zwänge gibt, wie etwa in der Berufsbildung oder halt durch den. Gegebenen, jetzt auch nicht immer optimalen Lehrplan, da muss man manchmal sich auf, wie Humboldt das so schön gesagt hat, in seinen Gründen unverstandenes Wissen beschränken, weil die Fähigkeit da sein muss, bevor die Muße und die Fähigkeit zur Einsicht da ist. Solche Zwänge können auch von anderen Fächern herstammen. Zum Beispiel, die Physiklehrerin oder der Physiklehrer sitzt einem da im Nacken. Sie sollen jetzt bitte Vektoren machen, bevor die Vektoren überhaupt dran sind. Und bevor Sie eigentlich meinen, dass die Schüler so richtig gut verstehen können, was das mit den Vektoren auf sich hat, weil Ihnen da vielleicht noch ein anderes Thema fehlt, was Sie eigentlich vorher, aber jetzt will dann doch der Physiklehrer und dann macht man das halt eben. Das letzte ist dann ein sehr deprimierender Grund, als auf relational verstehen setzende einzige Junglehrerin oder Junglehrer in einem Kollegium, wenn Sie es in der Regel sehr schwer haben, das irgendwie durchzubringen. Da kann man jetzt in Summe sagen, bei den ersten drei Gründen, das ist schon ein bisschen heikel, wo der da sagt, das sind Relativierungen, die er zulässt. Und man könnte auch eine gewisse Hoffnung äußern, dass man doch auf das Pauken relational nicht verstandener Algorithmen und Verfahren mathematischer ja auch verzichten könnte, weil man sagen könnte, naja, wenn jetzt der Physiker sowas braucht, so ein Verfahren, dann... Pauken wir das aber jetzt trotzdem nicht den Schülern ein, sondern dann dürfen die das einfach mit einem elektronischen Rechner machen, weil der elektronische Rechner der kann das eh und der kann das in Regel auch besser als die Schülerinnen und Schüler. Scamp selbst nennt dann auch noch drei weitere Umstände oder vier, wo er schon selber sagt, ja, die müsste man eigentlich ändern. Die können zwar dazu führen, dass man instrumentelles Wissen relationalen Wissen vorzieht, aber das ist eigentlich gar nicht okay. Das erste ist mal, dass Prüfungsstoff sich sehr oft auf operatives Wissen im Sinne von Fischer beschränkt, wo also jetzt Grundwissen und Grundverstehen gar nicht vorkommt und Reflexionswissen außen vor bleibt. Und wenn Sie also operative Inhalte prüfen, dann kommen Sie da auch relativ besser hin, wenn Sie sich auf instrumentelles Verstehen, also nur das Verstehen wie und nicht das Verstehen warum beschränken. Wenn Sie also nicht fragen in der Prüfung, Warum gilt der Satz? Oder warum ist das Verfahren zulässig, dann ist das natürlich auch oder erscheint das als verschwendete Zeit, das überhaupt so zu unterrichten. Dann ist das nächste Problem: ist, die Lehrpläne sind tendenziell eher zu voll. Das ist auch wieder ein Problem, dann fühlen Sie sich unter Zeitdruck, fallen sie auch wieder in instrumentelles Wissen. Und es ist, es ist auch einfach richtig, dass relationales Wissen direkt schwerer überprüfbar ist als nicht relationales, instrumentelles Verstehen und deswegen macht man das aus Faulheit nicht, weil man halt so instrumentelle Aufgaben schneller beisammen hat. Und der letzte Umstand, das ist fast das Schwierigste, wenn man sich erst einmal an bestimmte Routinen des Unterrichtens, zum Beispiel des eher auf instrumentelles Verstehen abzielenden in Unterrichtens gewöhnt hat, dann ist es relativ schwer, das zu überwinden und anders zu unterrichten. Selbst dann, wenn einem ganz bewusst ist, dass man eigentlich lieber auf relationales Abzielen unterrichten würde und ganz akzeptiert hat, dass das vernünftig ist, es ist es einfach schwer, so den inneren Schweinehund, wie man manchmal sagt, zu überwinden. Jetzt kann man wieder sagen, die Argumente 1 bis 3, die sind da bildungstheoretisch eher heikel aber man kann andererseits auch sagen ja alle drei punkte da müsste man auch mal genauer hinsehen ist das nicht so dass standards und zentralmatura auch so bildungspolitische maßnahmen waren die versuchen genau an diesen drei punkten etwas zu ändern? so das kann ich heute nicht beantworten ich bin eh schon total über der zeit. Ja. das haben wir dann später im sitz. zum abschluss will ich noch ganz kurz auf station b des stationenbetriebs eingehen. sie vertiefen das dann in der ausübung. Bei der Station hatte ich ja gefragt, für wie wichtig Sie sechs verschiedene Aktivitäten für ein eher schwammig formuliertes Lernziel halten, nämlich die Schülerinnen verstehen den Bruchzahlbegriff. Schreiben Sie nie verstehen irgendwas. Das ist viel zu breit. Ich verrate Ihnen das jetzt mal. Alle sechs Punkte sind da genau gleich wichtig für. Oder alle sechs Punkte kann man argumentieren, dass sie dazugehören. So auf der Folie haben Sie jetzt so Boxplots stehen. Das sind nicht Ihre eigenen Werte, so schnell konnte ich das ja nicht auswerten, das Video nehme ich ja einen Tag auf, bevor Sie überhaupt den Stationenbetrieb machen. Das sind also die Zahlen vom letzten Jahr, wie die da herausgekommen sind. Größte Einigkeit war letztes Jahr, dass das begründen können, warum 8,32 kleiner als 9,27 ist, dass das so mittelmäßig wichtig ist. Da waren sich alle so relativ einig. Da würde man jetzt sagen, okay, aber für relationales Verstehen, ist das vielleicht sogar mehr als mittelmäßig wichtig? Und auch bei dem letzten Punkt zu vorgegebener Kreisdarstellung einen passenden Bruch angeben, ja, da, waren sie, da waren die Studenten sich überhaupt nicht einig. Da haben einige gesagt, ja, das ist super wichtig, fünf gebe ich dem. Andere haben gesagt, das ist komplett wurscht fürs Verstehen vom Bruchzahlbegriff und haben dann eine Null hingeschrieben. Auch da würde man sagen, wenn ich jetzt an das denke, was relationales Verstehen ist, das ist schon sehr wichtig, dass man das kann. Aber da waren halt die Leute sich letztes Jahr sehr uneinig darüber. Was die Werte von diesem Jahr waren, das gebe ich dann noch ins Moodle hinein. Wichtiger ist, dass man sich klar macht, dass eben alle sechs Punkte etwas mit Verstehen zu tun haben. Die stammen nämlich aus einer etwas feineren Untergliederung von Verstehen, die sich Hermann Mayer und Heinz Steinbrink ausgedacht haben. Sie sehen schon, das ist so eine zweidimensionale Unterteilung. Da geht es einmal um die mentale Dimension wo zwischen konzeptuell, prozedural, argumentativ, relational, elaborativ und reflexiv unterschieden wird. Und die andere Dimension, das beschreibt das Modale. Da geht es um die Art, wie die Verstehensprodukte dargestellt oder repräsentiert sind. Denken Sie mal an den Brunner zurück. In aller gebotenen Kürze. Konzeptuell meint alles, was mit Begriffsverständnis im engeren Sinne zu tun hat, also mit dem Erklären, Erläutern oder Definieren von Begriffen. Prozedural ist alles, was mit Verfahren zu tun hat. Diese Verfahren beschreiben und sie auch ausführen können. Argumentativ ist alles, was mit Begründen und Herleiten von Aussagen zu tun hat. Relational ist alles, was mit Beziehungen zwischen Begriffen und Verfahren zu tun hat, also zum Beispiel die Kenntnis wichtiger Sätze. Elaborativ meint die Anwendung von Wissen auf mathematische und außermathematische Probleme, wenn dabei mehr als die bloße Ausführung eines Standardverfahrens gefragt ist, also immer etwas Kreativität in der Anwendung dieser Verfahren im Spiel ist. Und reflexiv, das ist sehr ähnlich wie das Reflexionswissen bei Fischer, das ist alles, was mit Metakognition, mit Nachdenken, insbesondere mit Nachdenken über das eigene Wissen und mit dem Äußern von Einschätzungen und Bewertungen zu tun hat. Das sollen Sie sich auch dann in der Hausübung noch mal für ein weiteres Thema überlegen, was in diese Kategorien eigentlich reinfallen könnte, weil sich das hier nur einmal so allgemein und dann ganz am Ende des Videos anhören, das reicht wahrscheinlich nicht, um das zu verstehen. Okay, dann machen wir mal weiter. Die modale Dimension des Verstehens, da werden drei Dinge benannt explizit intermodal sind alle Verstehensäußerungen, wo neben Sprache und Zeichen auch ausdrücklich andere Ebenen, was in aller Regel Bilder, manchmal auch Handlungen meint, vorkommen. Implizit intermodal wäre, wenn zwar kein Bild bei einem Text oder bei Anforderungen, einen Text zu produzieren als Verstehensüberprüfung dabei ist, also ohne Bild, aber wenn so indirekt auf ein Bild Bezug genommen wird und rein sprachlich meint es kommen auch nicht mal in Andeutung andere Ebenen vor. Man wird auch nicht aufgefordert, sich da anschaulich irgendwas vorzustellen, irgendeine Handlung oder irgendein Bild. Kommen wir nochmal zu Station B. Wo gehören jetzt diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge hin? Wenn wir das haben, dann haben wir auch endlich bis auf den Abschlusstest diese Zusammenfassung feierabend. Zu einer Kreisteildarstellung einen Bruch angeben können, das ist sicher mal explizit intermodal, weil da hat man am Ende dann Symbol und das Bild. Und für Meyer und Steinbrink gehört das unmittelbar zum Erklären des Begriffs. Deswegen ist es die konzeptuelle Komponente. Ein Bruchkürzen ist ein Verfahren, das rein auf symbolischer Ebene ablaufen kann. Das ist also prozedurales Wissen und im Prinzip auch auf rein sprachlicher Ebene. Erläutern, wie die natürlichen Zahlen in den Bruchzahlen enthalten sind. Da geht es um Beziehungen zwischen den Zahlbereichen. Das ist also relationales Wissen, vermutlich wieder eher auf sprachlicher Ebene, wobei man auch anschauliche Vorstellungen haben könnte, dann wäre es eher implizit intermodal. Und dann größer, kleiner Begründen und Erklären, das ist sicher mal die argumentative Komponente. Und bei der Modalität ist das wieder wie vorher, das kann man rein sprachlich symbolisch lösen, das geht aber auch mit Bildern. Verlangt ist das nicht, also ist das vielleicht implizit intermodal. Das fünfte, das ist letztes Jahr nicht so richtig gut verstanden worden. Daher wollte ich so sagen: Sie lösen ein, also ein außermathematisches Problem. Zum Beispiel sind jetzt in unserer Klasse mehr Nichtschwimmer als in der Parallelklasse. Und Sie lösen das dadurch, weil in der Parallelklasse sind mehr Schüler, dass Sie sagen: Ja, das ist ja nicht fair, das dann zu vergleichen. Also bestimme ich den relativen Anteil. Die Klassenzahlen ja halt nicht unbedingt gleich groß. Das wäre dann so eine elaborative Aufgabenstellung. Und das Letzte, also Situationen nennen können, wo Brüche besser passen als Dezimalzahlen, das erfordert Reflexion und führt also auf die reflexive Ebene. So, ich habe jetzt fertig. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei der Zusammenfassung, die jetzt gleich hier unten wieder so erscheint. Und dann auch bei der Hausübung. Teil haben Sie ja schon erledigt, dadurch, dass Sie diesen Fragebogen erfüllt haben. Ich sag auf Wiederschauen, Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.